Hast du das ja, Replay das gesichert? Ja, wenn das hier ginge. Dann ist Seth das Replay. Wenn das mal hier ginge. So, ein Passwort brauchen wir noch. Random.org, hilf mir mal aus. Was, du machst doch gar nicht. Ja, klar. Natürlich. Steve, du hattest doch vorhin ein Passwort gewünscht. Das werde ich mir, das weiß ich doch nicht, selbst nicht mehr. I don't know. Jetzt hast du Gesamtpunkte Season 3 schon reingepackt bei, So. Das wollte random.org haben, was wir 487 als Passwort haben. Was? 487. 487. Ja. Hab ich's verstanden, ja. Aber cool, dass mein Server nicht mehr crasht, dank Skyfire. Nice. Beziehungsweise irgendwer meinte doch, dass es mal gecrashed wurde und dann gleich wieder kam, sozusagen. Der wird dir nicht angezeigt, Tomato? Nee. Der Public-Server? Der Public ist... Ich sehe zwei Public-Server insgesamt. Achso, ja, der Public ist ja... Und einmal von EA Outlaws. Ja, abgeduldet, jetzt ist der andere. Nein, ich weil er gerade sagt, er sieht keinen Server, das meine ich jetzt. Also ich sehe jetzt einen. Achso, nee, die anderen beiden, die sehe ich schon. Achso, falsche Datum. Ja nein, gut, da will ich nicht connecten, nein. Nee, dann... Nee. Dann warte ich noch. 13.06., ne? Ach nee, schon vorbei das Datum, ach Gott. Tut mir leid, aber ich weiß gar nicht, haben wir am 16.05. HP gefahren? Wahrscheinlich. So, jetzt hat er einen richtigen Namen. Na gut, dann. So, 487. Meinst du, wir dürfen jetzt connecten, ja? Ja, könnt ihr so. Muss man natürlich noch ein paar Settings machen. Hoffen wir mal, dass mein Strom heute anbleibt und die Bildschirme. Ja. Du glaubst gar nicht, seitdem habe ich zur Zeit nicht gezockt, weil ich richtig Angst hatte. Wie war das Passwort nochmal? 487. Auf welche Farbe fahre ich denn? Ja, Stevie, stell dir doch irgendwie so ein Fahrrad mit einem Dynamo daneben. Dann musst du halt mit einem Fuß treten, mit dem anderen Gas geben. Okay. Ich fahre heute mal... Boah, welche Farbe nehmen die da? Welches Auto? Noch nicht auswählen, warte. Ja, welches Auto hätten wir denn? F50. Ah ja, dann kann ich ja erst der Kleid pink. Ergibt sich automatisch dann Ferrari in Pink, oh cool. Dennis sagt ja jetzt gleich, wie er wieder wählen muss, deswegen. Ich müsste als Erster sein, aber. Ja, egal. Stimmt. Genau. Ich fahre als Letzter hinterher, das ist nicht. Nee, wenn ich doch mal genau nachrechne, müsstest du präzise 0 Punkte haben. Ja. Ich muss auch nicht gewertet werden, also ich fahre ohne Wertung mit. Ja, das schickt am besten, wenn du das wirklich willst, nachher nochmal per PM an Demon oder so, dass es nicht vergessen wird. So. So, dann... Ich find's übrigens witzig, wir fahren heute genau zweimal Palm City Islands und das Beste ist, mit einem und demselben Fahrzeug. Ja, ist auch das beste Fahrzeug. Der ist schon cool, ja. Naja, man gewöhnt sich dran. So, darf ich wählen? Warte doch. Ja, ich weiß ja nicht. Stress den armen Mann. Ja, ich weiß nicht, ich hab da irgendwie eben irgendwas gehört im Hintergrund, deswegen frage ich nochmal. Er hat ja sein Mikrofon gerade schon ausgemacht. Ich denke mal, da kam gerade jemand. Ach so. Da ist er wieder. Oh Mann, oh Mann. So. Warten. Was war jetzt los? Ja, jetzt wird halt eine neue falsche Strecke bestimmt ausgewählt, wetten? Ja, war ja noch vom letzten Mal. So. Kann ich mein Ferrari 50 umfärben? Danke, Kirsche. Jetzt auch in bunt. Wo ist Pink? Ah, das passt. Ja, ja. Genau. Ja, klar, muss ja sein. Ich glaube, ich nehme dir aber mal. Nee, ich nehme nicht einen Pink, ich nehme die Farbe. So. Können wir auch langsam anfangen? So, dann. Ja, Diebster ist da, dann muss der als Erstes, weil der hat ja gar keine Punkte. Nee. Achso, und ich muss mal. Aber da könnt ihr schon weitermachen. Okay, Lenkrad ist drin. Da müsste tatsächlich ich jetzt dürfen, ne? Weiß ich nicht. So.
So wie ich dieses Season versagt habe, glaube ich schon. Microphone muted. Ja, du bist dann dran, Tomete, genau. Dann Stevie, dann meine Wenigkeit. Microphone activated. Dann Kirsche. Und dann dieses komische Kirschding. Das Kirschding. Dann starten wir mal das Rennen. Wenn das mal gut geht auf dieser Chaotenstrecke. Was haben wir denn? Oh Gott, 7 Runden. Ja, das wird ganz schön scheiße. Das gibt einige Handkaches. So, alle haben ja jetzt das Skinpack drin, also sieht ja auch jede richtige Farbe. Ja, das ist gut. Das Blaue ist an mir vorbeigefahren. Ja, das war ich. Diebstahl hat sich für den Pinken entschieden. Aber hat er aber gesagt. Achso, hab ich gar nicht mitbekommen. Naja, der war zu schnell weg. Okay, jetzt hier braucht man Bremse, okay. Das Hacking gerade ist Vollgas, lustigerweise. Bald in dem Black Light, ich hätte so. Oh, da rutscht einer. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen deutlich. Kirschen rot, das muss ja so sein. Aber Selbstmordabkürzung kommt ja noch, Kirsche. Ne? Ich kann mich nicht erinnern, dass Kirsche mal was anderes als rot genommen hätte. Also muss ja rot sein. Nimmt also nichts anderes als rot. Naja, wenn es nichts gibt, schon. Ja, gut. Also wenn die Alternative ist, dann fahre ich halt nicht mit, dann nehme ich doch was anderes. Aber ja, genau, dann bleibst du nur stehen. Man hat ja einen Gaskassler gesehen. Da gab es kein Rot, genau deswegen war das. Aber es ist doch mal special, oder? Ich glaube nicht, dass wir den F50 schon mal auf Palm City Island gefahren sind. Deswegen fahren wir den heute zweimal. Auf der Palm City, danach später auch nochmal. Ja. Das Lied. Falls man noch nicht genug bekommen hat von dem. War das nicht sogar ein Dingenslied? Das ist ein HP2 Song. Nur das ist die Instrumentalversion, ne? Ja, die gibt's ja auch in HP2. Weiß nie, dann gibt's irgendwas. Oh, Selbstmordabkürzung, bitte töte mich nicht. Ah. Na gut, eine leichte Verletzung. Au! Ja, dann suchen wir ein Medipack. Ja, wird schon. Medic! Ich riech doch schon einen Auspuff. Jetzt lass mich doch mal vorbei. Du sollst dich am Auspuff schnüffeln. Vielleicht ist das sein Spleen. Ja, was meinst du, warum ich nice so gut bin? Ach, deswegen schaffst du es also nie, mich zu überrunden, weil das machst du. Du fährst an mir vorbei, hast was gerochen, machst kurz einen Unfall und riechst nochmal nach. Das erklärt's. Jetzt wissen wir es also endlich. Weil irgendwer hat an deinem Auspuff manipuliert und der Geruch tut mir ja nicht so gut und dann, ja, mach einen Fehler. Ja, ich glaube eher, dass du beim Vorbeifahren dran schnupperst und dann nochmal willst. Ja, das kann auch sein. Da gibt es jetzt natürlich mehrere Theorien. Aber wenn die Abgase bei Stevie so toll sind, dann müsste er ja eigentlich weiter vorne mitspielen, ne? Ja, aber wenn man sieht es ja immer, jedes Mal bei Nice geht das schief. Ja. Aber ich mag das Auto. Ich glaube, die Käse ist ein Auto. Der Auspuff ja kaputt und deswegen riecht halt im Auto auch so. Wer weiß? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Kirsche spürt das, was ich diesen Wagen mag. Ja. Oder Kirsche ist noch nicht warm, aber das bin ich auch nicht. Weiß nie wieso, ne? Aber bei dieser Instrumentalversion denke ich jedes Mal irgendwie, wo bleibt denn der Gesang? Ja, Leruti mag das ja nicht mit dem Instrumental. Das fandet er in dem Soundtrack nicht so gut. Der hätte sich das gewünscht, dass es nur mit Gesang gewesen wäre. Nur mit Gesang, also a cappella. Ja. Weg mit der Melodie, genau. Der Melodie ja nicht also, direkt, also, aber... Also Hip-Hop, dann hast du das ja. Ja, ist klar.
Das stimmt ja. Ja, na gut, die haben auch Instrumente, so ist es nicht, ne? Ja, ein Synthesizer oder so, aber da, die geben ja nur drei verschiedene Geräusche davon also, sich und das nimmst du dann nicht also oder irgendwie sowas. Also ich höre dann nur so einen komischen Typ, der irgend so einen Müll erzählt und da hat man ein bisschen Bass hinzugefügt und das ist dann ein, ein Anführungsstrich. Manche Leute bezeichnen es als Musik. Ja. Oh, oh, bleib hier. Ja, Katzen, die haben halt auch Musik, also naja. Warum mit dem Wagen geht ja sogar die Selbstmordabkürzung. Was ist Musik? Katzengejammer. Das ist so dein Musikgenre, ne? Ja. Ja. Ich glaube, es gibt sogar irgendeine Band, die Katzengejammer heißt. Würde mich Realtalk nicht mal wundern. Ja. Ja, meine Katze ist auch schon älter, deswegen jammert die hier rum. Ja, ich auch mittlerweile schon zusammen. Also kann mittlerweile auch schon aufnehmen und Samstag rein und daraus einen Song machen. Und das wird dann der Number One Hit. Naja, schlechter als was manches heutzutage Number One Hit ist, kann es auch nicht sein. Aber ist das nicht cool? Ich nehme jetzt mit Shadowplay auf, mit editierter Bitrate und habe trotzdem meine Songanzeige und jetzt bleib doch gerade, Mann. Du hast was für eine Anzeige? Die Songanzeige vom Radio und irgendwie und den WLAN natürlich habe ich trotzdem drin, obwohl ich mit Shadowplay aufnehme. OBS hat nochmal ein Hotfix-Update gebracht für die 27er-Version, ne? Ja. 27.01. Irgendwas mit das Game Capture im schwarzen Bild feststeckte. War dann schneller als die erste Runde, sicher nicht. Was machst du jetzt hier, Kirsche? Du hast dich jetzt warm gefahren oder was ist da los? Ich habe jetzt genug von dem Auswurf. Ich möchte, dass du eigentlich mal gerne wieder einen Fehler baust, sodass du noch ein bisschen mehr dran schnüffeln kannst wieder. Also, Kirsche, also, ich leg mal los. Dass beide mal Fehler machen da vorne. Also. Ja, dreh mal dein Lenkrad irgendwie in die falsche Richtung. Oder vertausch mal rechts und links, ne? Warum brauchen nicht einfach mal alle einen Fehler, dann bin ich mal Erster. Ja, mit mir, ja. Ja, wir bleiben alle in der siebten Runde vor der Ziellinie stehen und dann... Die HP2-Auswertung habe ich mal eben so eine halbe Stunde gemacht vom Dann Mentor. Machen wir dann... What the fuck? Dann halt, da packen wir alle auf denselben Punkt und dann wäre am selbst gesteuert gewinnen. Spiel, was sollte das denn gerade? Wieso, was hat das Spiel dir Böses angetan? Ich wollte die Kurve schön eng nehmen. Mhm. Ja, hatte das Spiel was gerade gegen gehabt? Das Spiel oder deine zu eng genommene Lenkeinschlag? Nee, ich bin gegen irgendwas kurz plötzlich, ich stand von jetzt auf gleich auf null und bin gleich kurz ganz schnell hoch und dann wieder runter und dann bin ich erst wieder mit Gas los. Okay, das muss ich mir bei dir mal angucken. Klingt sehr spannend. Und es war im Leben nicht so, dass ich zu nah an der Leitplanke war. Ja, das Spiel dachte sich, dass... Das wahrscheinlich Spiel? Sowas, ja, schätze ich mal. Was? Invisible Wall vielleicht einfach. Möglich. Das Spiel dachte sich so, du bist zu nah an Diebstahl, ich mach mal kurz mal eben ja, was. Ja, denn nur, wahrscheinlich hattest du den 0 km/h-Bug gehabt. Ich stand von jetzt auf gleich auf 0, bin jo, kurz gleich nach oben. Ach, nach oben, unten, ja, ja. Und hab dann wieder Gas gegeben. Ach ja, da gab's ja bei der Strandstelle, bei den Ausgestellten an der Stelle, wo Jonathan und Elise nicht nur 0 km/h, sondern jetzt richtig abgehoben ist. Ja. Ja. Ja, ich kenne ihn. Ja, da hast du den 0 km/h-Bug gehabt, ja. Hier, weil ich habe hier heute auch schon den kuriosesten Bug gehabt. Ich hatte heute kurz das Spiel offen, um zu gucken, ob dann das Skinpack auch funktionierte für mich. Bin dann die Abkürzung, hatte sie ein bisschen Wirt genommen und stand plötzlich quer. Das war scheiße. Und habe Gas gegeben und die Karre dachte sich so, nö, ich fahre einfach nicht weiter. Okay. Und ich musste mich ernsthaft resetten, damit ich weiter Gas geben konnte. Bei dir heute ein neuer Doom-Part gekommen, Stevie, oder noch nicht? Montags, Mittwochs, Freitags. Ah! Ist ein zweiter auf jeden Fall da. Ist ja gruselig, da muss ich ja wieder so lange warten. Weiten habe ich schon geguckt, aber noch nicht kommentiert. Ich habe aber noch nicht die nächsten Parts noch nicht aufgenommen. Und hast du noch aufgenommen bis zum 5. oder? Nee, bis zur 2. Also Episode 1 durch. Die erste Episode 1 ist durch. Auch nicht schneller, ey. Dann ist das Geilste vom Spiel ja schon erlebt. In 5 Parts erledigt. Gott, ne. Oh, cool. Ich bin langsam unterwegs, ne. Ja, ich werde nichts verraten, weil Dennis will ja unbedingt wissen, wie ich zum Schluss reagiert habe. Episode 1 die geilste? Naja, das finde ich andere Episoden besser.
Nee, ich mag die erste am meisten. Weil Dennis will halt einfach wirklich wissen, wie ich beim Schluss reagiert habe. Ich weiß, wie ich da reagiert habe, aber ich sag nichts. Die erste Episode mag ich allein schon deswegen, weil die mir noch zu wenig verschiedene Monster hat. Das ist richtig, aber ich finde die Map-Seite am geilsten. Ich frag mich ja immer noch mit dem, was du sagtest, was ich machen soll ab, bei Episode 2. Das ist schon ernst gemeint. Ob du mich da in den Selbstmord bringen wirst, oder nicht? Das ist schon ernst gemeint. Der wird ja auch schon klar, mit bloßer Hand gegen. Ja, ist klar. Ja, du probier's aus. Du wirst sehen, was du davon hast, wenn du ein schwarzes Selfback eingesammelt hast. Ein Berserker oder was? Berserker, ja, sagst du, verrate nicht zu viel. Aber ich habe ein gutes, aber eigentlich habe ich ein schönes Geheimnis draus gemacht, was kommt, oder? Wenn ich überlege, der erste Part das war smooth, das war richtig smooth. Der erste Part war übrigens im April schon aufgenommen. Ja, ich habe es aber auch schon vermutet gehabt. Was für ein Doom spielst du denn überhaupt? Das allererste er muss natürlich mit der Elite anfangen, bevor er weitergeht. Nur die Sache mit der Facecam von euch ist nicht dumm gesagt, also ich muss mir da noch Gedanken machen. Nur safe ist, was ich euch schon sagen würde, Part 3 und 4 hat wieder Greenscreen drin. Und natürlich wieder an dem Platz, wie er in Part 1 war, weil ich das ja erstmal nicht wusste. Beinahe bin ich den Scheiß zu hingefahren. Ja, das ist ein bisschen ungünstig so, weil die Health, das ist schon irgendwas, was man gerne sehen würde eigentlich. Die Sache ist halt bei bei Part 1, das war mein erster Greenscreen-Versuch nach Ewigkeiten wieder, aber dann hatte ich doch das Problem, dass die Beleuchtung nicht ganz optimal war, weswegen bei Part 2 ja dann der Greenscreen erstmal wieder verschwunden ist. Ja, du kannst unten rechts kannst es eigentlich hinpacken. Also was da steht, ist zwar auch schön zu haben, aber das ist jetzt nicht so wichtig, dass du, wenn du eine andere Knarre hast, dass du dann die Munition von den anderen siehst. Das ist jetzt nicht so wild. Helfanzeige sollte halt sichtbar sein. Und bei Part 3 und 4 hatte ich ja dann die passende Beleuchtung, aber bei Part 5 ist mir die Softbox ja durchgeknallt. Also hatte ich ja in Part 5 dann wieder kein Greenscreen. Ja. Aber stimmt, da hatte ich gar nicht dran gedacht. In Episode 1 gibt's hier noch gar kein Berserk-Pack. Aber laut Dennis habe ich verdammt viel schon übersehen. Ja, hast du auch. Du hast ja auch das Secret-Level nicht gefunden. Ja, leider. Ich bin zu doof für Secrets. Und in Level 3 hättest du auch schon einen Raketenwerfer haben können. Ich habe ja zu Dennis geschrieben, ab Part 2 wirst du mich hassen. Du hast ja auch das Secret, das dir gefehlt hast, im ersten Level. Du hast das getriggert gehabt, du bist aber nicht hingelaufen. Ich hab's ernsthaft getriggert gehabt? Ja. Also, okay, kann man mal machen. Ja, das letzte Secret. Allgemein die Wahrnehmung von Sound, weil, guck mal, bei Level 3, da ging der Raketenwerfer fast schon, vor dir. Da war es sogar sichtbar, ne? Und hast aber irgendwie trotzdem nicht bemerkt. Sound und sichtbar sogar. Ach, das war ein Bin zu blind für sowas. Aber wie heißt es immer so? Das ist eine typische YouTuber-Krankheit. Du zockst und irgendwas übersiehst du. Aber bei Map 3 ist jetzt sowieso alle Secrets miteinander, also fast alle sind irgendwie miteinander connected eigentlich. Naja, geht. Die allermeisten sind ja schon irgendwie connected, also hast du einzig gefunden, kannst die danach auch nicht finden. Naja, geht so. Paar, ja, aber... Ja, wie gesagt, ihr werdet mich leider, wie gesagt, ab Part 2 seid ihr enttäuscht von mir. Ich kann euch so viel sagen, ich habe so gut wie kein Secret mehr gefunden. Ja, Episode 2, da ist, wenn du da den Raketenwerfer relativ am Anfang findest, ist ein Vorteil. Das Beste ist, Dennis kam mir mit irgendeinem Namen von irgendeinem Viech. Ich so, keine Ahnung, was du meinst. Er schickt mir ein Bild. Ich so, ja, okay, ich weiß, was du meinst. Diese komischen Viecher, die verdammt viel aushalten. Bei Episode 2 wirst du... Von der ersten Episode, diese Viecher nur beim Schluss, die verdammt viel HP haben. Pinkies oder was? Oder? Nein, Barone. Ach so, Barone, okay, ja. Die haben verdammt viel ausgehalten, das weiß ich. Eigentlich sollten sie nach 4 oder 5 Raketen tot sein, glaube ich. Er hat bestimmt immer noch die Shotgun benutzt. Wenn er einen Raketenwerfer hätte. Wobei, gut, als ich zum ersten Mal Doom 1 gespielt habe,
Es scheint das mit der Shotgun ganz besonders ernst genommen zu haben, dass die. Er benutzt sie nur. Ja, aber ich komme damit gut klar, du kannst ja, nicht. Also so ist es nicht. Das weiß ich auch noch. Als ich Doom 1 zum ersten Mal gespielt habe, da habe ich glaube ich auch noch auf I Young to Die gespielt oder so. Weil ich damals ja noch nicht wusste, dass das die erste Episode relativ einfach ist. Ich glaube, ich hatte auch erst die Shareware-Version. Da habe ich auch in der ersten Episode keine Waffe gefunden, außer die Shotgun. Ja, aber Real Talk, man sieht doch, eigentlich komme ich mit dir gut klar. Und ich versuche mich echt auch gut in Bewegung zu halten. Ja, die Shanga musst du aber eigentlich gefunden haben, weil die ist beim blauen Schlüssel, den brauchst du, um das Level überhaupt beenden zu können. Ja, die habe ich aber nicht gesehen damals, meine ich. Das Stevie auch nicht. Jetzt haben sie irgendwann bemerkt, dass er sie hat, die Waffe, aber beim Einsammeln hat er nichts bemerkt, dass er überhaupt eine neue Waffe eingesammelt hat. Ich sag nichts, wie gesagt. Vielleicht hatte ich die damals sogar eingesammelt gehabt und hab's einfach nicht gemerkt. Und hab einfach mit der Shotgun weitergespielt. Ich find's übrigens witzig, ne? Part 1 hat einen Claim bekommen. Jetzt kommt das schon wieder. Part 2 bis 5 hat keinen einzigen Musikclaim bekommen. Okay. Was soll denn überhaupt geclaimt werden bei Doom? Also klar, es gibt die Musik, denke ja, ich weil, mal. Ja, weil es Remix von Andrew Hulzert oder irgendein anderer ist. Ja, wie gesagt, also ihr habt ja auch sehen können, aber Part 1 war der einzige, der einen Claim abbekommen hat. Aber ist ja eh nur Monetarisierung, mehr wird da auch nie passieren. Ja, gut, trotzdem war es aber witzig, warum nur der Part abbekommen hat, aber die restlichen nicht. Ja gut, vielleicht, weil der so ähnlich klingt wie No Remorse, das, das Lied vom ersten Level. Ja, das wird wahrscheinlich Andrew Hulz die Remixe sein. Das ist ja nicht die MIDI-Fassung, die Stevie hat. Ich frage mich nur halt, ob ich bei Doom den Greenscreen weglassen werde, damit ihr unten einfach alles seht, oder ob ich Greenscreen weiterhin benutzen werde. Ja, wenn du es an der Munition hinpackst, wie es wie Tomatensalat schon sagte, dann ist es ja okay. Ach. Nur packst halt nicht bei der Hälfte. Hast du kein Flugzeug, Mann? Wobei, okay. Bei E1 in 4, da ist ja Rise eigentlich das, worauf das beruht, da hätte ich mir auch vorstellen können, dass das ein Claim gibt. Nö, wie gesagt, nur der erste Part hat bekommen. Ah, nein, das wird von dem Invisible Wall, der das Remix-Ding gemacht hat. Wie gesagt, einfach stehen geblieben. Schlimm, das ist bitter. Schlimm ist es jetzt ja auch nicht, als hätte ich da jetzt ein Problem mit. Ich fand es halt trotzdem sehr amüsant. Ja, weil es halt die Remixe von Andrew und Co. ist, das ist ja nicht die Original-Medienmusik, deswegen. Aber wahrscheinlich wird es daran liegen. Ja, natürlich liegt es daran, aber die tun dir nichts, die haben überhaupt nichts dagegen. Ja, wie gesagt, sagte ich ja auch. Ich habe ja auch nicht gesagt, ich hätte da jetzt ein Problem oder so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein Claim gibt, bei dem einen Lied, ich weiß gar nicht mehr in welchem Level das kommt, das so ähnlich klingt wie Behind the Crooked Cross. Ah, E3, M3. Wo fahr ich denn hin hier? Ja, gut, ich habe jetzt aber erstmal die zweite Episode vor mir. Ja, die ist auch schon toller. Also 2 und 3 mag ich am liebsten. Ich bin nur halt gespannt, weil, ob ich da gut durchkomme oder nicht. Weil ich habe E1 bist doch gut ausgehalten. Bei Episode 2, Level 1, würde ich versuchen, die neue Waffe zu finden. Ja, das ist sehr hilfreich. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, die in der Episode zu finden. Nee. Da gibt es schon in Level 2 auch wenn ich sie finde. Glückfehler hier, Mann. Nur, ich habe übrigens jedes Mal... Je mehr Secrets du findest, umso leichter wird es natürlich für dich durchzukommen. Ich habe übrigens jedes Mal mir dann eine Save gemacht namens Aufnahme 1, Aufnahme 2, Aufnahme 3. Und ich weiß nicht, wie ich diese scheiß Dateien loswerde. Aber Episode 2 ist auch geil. Also letzten Endes, also... Ich mag 2 und 3 am liebsten. Ja, und Sigil habe ich noch nicht gespielt, da kann ich nichts zu sagen. Muss man mal da das müsste ich auch irgendwann mal spielen, tatsächlich. Ja, ich auch. Muss ich auch irgendwann mal angehen. Also meine Meinung zu den Episoden bei Doom ist eigentlich, dass sie zumindest vom Level-Design her von Episode zu Episode schlechter werden. Aber das nee. Beste... Also aber ich mag 2 und 3 am liebsten, wie gesagt. Aber das Beste ist, was Dennis mir geschrieben hat. Im ersten Part hat man erstmal gesehen, wie ich den Safe geladen habe.
wie lange der schon existierte? Ja, schon ein Jahr. Oh mein Gott. Wobei gut, Episode 3, das wird später eigentlich noch geil, aber ich finde die ersten paar Level aus Episode 3, also... Gerade die mag ich gerne. Die also zum Beispiel... Die ersten vier mag ich richtig gerne, aber die Kathedrale ist auch toll. Ja, Anholy Cathedral. Was mache ich denn hier für Fehler gerade? So, Kirsche, danke, dass du diese unsichtbare Wand hattest. Dadurch hatte ich ein bisschen entspannter. Ach, die hast du da bestimmt hingebaut. Aber du hast davor echt gut mitgehalten. Obwohl... Alter, was baue ich denn seit neuestem nur noch für Fehler ein? Ach, was ich an Shadowplay liebe, ich weiß, dass ich aufnehme, weil ich habe ein Overlay. Du, hey, weißt du was? Ich weiß, dass ich auch aufnehme. Ich guck zum zweiten Bildschirm und sehe es. Ja, und ich brauche nur einen und sehe es trotzdem. Weil das Ding ist ja, du hast... Sogar Nvidia ist in der Lage, ein Overlay zu programmieren. Das ist schon für die Softwareabteilung schon was wert. Aber das ist schon irgendwie lustig, dass du wirklich richtig High-End da in der... Also heutzutage nicht mehr, aber dass du relativ moderne Sachen meistens kaufst für deinen Rechner. Aber du hast natürlich nur einen. Ich brauche keinen zweiten. Oh. Ich brauche einfach keinen zweiten. Und wegen... Nee, also und wegen, so brauchst du keinen zweiten. Und weil die OBS-Entwickler zu unfähig sind, ein Overlay zu programmieren, schließe ich mir auch keinen zweiten an. Hm, das mein tiefer Stern. Also im Stream und so finde ich es ganz hilfreich, einen zweiten zu haben. Im Stream, ja, es ist manchmal hilfreich, gerade bei Windows. So zum Arbeiten zu brauche ich auch nicht, ganz ehrlich. Oder zum Zocken oder zum Let's Play aufnehmen. Also wenn ich auf der Arbeit nur einen Monitor hätte, das wäre richtig bitter. Außerdem wird hier gar kein zweiter hinpassen, das kommt noch hinzu. Ja, du bist kein, also bei mir kein zweiter groß, sag ich mal. Ich habe so einen kleinen in 16 zu 10er. Weil der Schreibtisch ist nicht gerade der größte und der muss sowieso beim neuen Haus ausgetauscht werden, weil der ist richtig scheiße, der Schreibtisch. Und da habe ich hier Regallautsprecher noch auf dem Schreibtisch stehen, der Monitor, eine 30 Zoll. Ich habe da keinen Platz für einen zweiten. Ja, dann mach ich halt hier die ganzen... Und ein Kopfhörerverstärker steht hier auch noch, der, wo mein Biodynamic-Kopfhörer dran angeschlossen ist, mit dem ich gerade mein tolles Radio höre. Ach, Palm City ist Tropen, ne? Und ich möchte gerade auf den Monitor gucken können. Ich hasse weiter. Die Tropenstrecken einfach. Ja, deswegen. Alter, ich guck doch auch oft gerade auf den Monitor. Was habe ich da gesehen, eine bessere Rundzeit? Ach, come on, Kirsche. Ja, was denkst du denn? Ja, dass ich mal besser war als du. Ich war recht unterwegs. Das habe ich gedacht. Aber scheiß dir mal wieder was. Ja. Ah, zwei Runden. Nur eine halbwegs okay Runde, der Rest war irgendwie Gritze. Aber wenigstens ist mein Asa glücklich. Das ist ja schon mal genug Tuung. So. Woher weißt du das? Trotzdem finde ich es einfach cool, wie ich ein Geheimnis draus gemacht habe, was als nächstes YouTube-Projekt startet. Ja, auch wenn aber ihr immer, ich hab's bedenken können. Jedes Mal, wo ihr sagtet, es ist bestimmt dumm, habe ich mir gedacht, ich sag denen das jetzt nicht. Ich sag denen das jetzt nicht. Wie gesagt, die erste Part, den habe ich schon im April aufgenommen gehabt. Ich dachte, du machst dann Commander Keen oder sowas. Commander Keen ist auch klar. Geil. So, welches Auto? So, Z8, oder? Z8, so viel Farbenauswahl. Z8? Ja. Machen wir mal den hier. Was passt denn mal zu Herbst? Kein Arschlochbraun? Och, Mann. Mal sehen. Oh, ich krieg diesen scheiß Bären nicht mehr aus dem Kopf. Ja. Ja, ich fahr den mal dunkel wie ein Bärenarsch. So. Okay. So, fahren wir mal ungeübt diese Strecke. Was soll da schon schief gehen? Alles. Da wird's ja jetzt aber sowas von einig. Ja. Scheiße. Na, die erste Strecke hat ja ganz gut geglückt. Trotz Selbstmordabkürzung. Ja gut, das war die leichte Richtung. Das ich letzte Rennen ist es. Da ist in der Scheißrichtung. Oh. Sag nicht sowas. Hallo Wand! Hi. Wow, eine Wand, gleich zwei Leute überholen mich. Na klar, muss man gleich ausnutzen, solche Vorfälle. Nur erster hier. Benundert mich.
Leider nur nicht mal 40 Sekunden lang, wie heißt das? Du bist zu lange raus, Diebster. Das war mein Ziel, 40 Sekunden lang, aber da wird 38 nur. Du bist halt raus, Diebster, du musst ja erstmal wieder einbinden. Nein, ich bin ja gefahren zeitlich. Achso. Ich habe ja manchmal eure Renntage ja nachgefahren. Wisst ihr, was das echt Schlimme ist? Cool. Ich ja, habe mit dieser Season, habe ich ja Diebster unten aus der Videobeschreibung erstmal rausgenommen. Ah. Und jetzt fährt er wieder mit. Schlechtes Timing. Ja. Ab dieser Season hab ich ihn. Und nein, so war das nicht gemeint, Diebster, aber ich hatte halt unten nur noch die Clan-Member und ich war mir halt nicht sicher, was bei dir Phase ist, also hatte ich dich erstmal aus den Clan-Member rausgenommen. Und nächstes Mal fährt Diebster Gas Gaslas mit, ja? Ja, außer erst dann die Kirsche 2.0. Na, Diebster schießt bestimmt gerne mal ein bisschen rum. Ich heiße nicht Lord. Dass der das auch nicht mitgespielt hat. Ja, wegen seinem scheiß fucking Internet und PC. Der würde es ja gerne spielen. Ja, das glaube ich. Ich wette, das wäre sein Lieblingsspiel. Ich feier auch nicht jedes Rennen mit jetzt erstmal. Also, den kannst du mich ruhig draußen lassen. Diebster, das war jetzt nicht nein, gemein ich, gesagt ich, oder so. Ich habe das verstanden, keine Sorge. Weil ich wusste halt einfach nicht mehr, wo willst du jetzt noch weiterhin mitmachen? Ich meine, sogar Lord habe ich unten aus der Beschreibung genommen. Ja, das ist. Was heißt sogar Problem. Lord? Ich glaube, Lord ist gar nicht dabei, oder? Naja, solange er sein Problem also, weiterhin hat und. Es geht nicht so, hab das richtig verstanden. Keinen musst du dir nicht entschuldigen oder so, alles okay. Vielleicht packe ich dich heute mal als Special. Vielleicht bist du Special Gast. Ja, kannst du nur machen, weil ich da auch nicht jede Woche mitfahren will. Diebster, der Special Guest! Ja, wenn ich mal Lust habe oder. Das hab ich jetzt verkackt. Momentan. The Special Diebster! Bei Guest Gaster weiß ich nicht. Ja. Ich habe mir das Zeug zwar gekauft jetzt, weil ja. Da bin ich Geld da. Auch alle DLCs? Ja, waren alle DLCs dabei. Ja, dann kannst du ja mitfahren, ne? Dann bist du ja voll ausgestattet. Ja gut, Kirsche hat's auch und hat's nur einmal mitgespielt und danach aber nie wieder, also... Ja, den möchte ich auch nicht in der Bahn, ich will lieber Autorennen fahren. Du, Kirsche, nimmst mich übel, aber als wir dann nachher, ohne dich das zu... Ohne dich das Survivor gemacht haben, liefst. Da seid ihr weitergekommen, schätze ich. Na gut, beim letzten Mal konnte ich beim Survivor nicht mitmachen, da ist mir das Game gecrashed. Da durfte ich beim Survivor nicht mitmachen. Du hast gewonnen! Manometer, diese Kirsche schon wieder hier. Wie muss ich jetzt eigentlich aufholen? Das habe ich vergessen zu gucken. Wie viel hast du im ersten Rennen gewonnen gehabt? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ah, verdammt, vor der Sekunde stand es ja noch im Hasek. Es waren aber, glaube ich, mehr als 2 Sekunden. Ja, ja, definitiv. Warum überschlägt sich heute eigentlich dauerhaft meine Stimme? Was ist denn heute los? Ja gut, das Ding war echt auch im Asak eine Sekunde zu langsam, was ich da gefahren bin. Das war scheiße. Im Asak war das 5 Sekunden zu langsam. What? Jetzt ernsthaft? 2:56.96. The fuck? Okay, nächste Strecke. Und welcher Fallwinds, ey, das erste Mal Fallwinds im TR mit den neuen Texturen. Ach ja, ihr habt ja die neuen Texturen. Kannst du aber die Videos mal angucken. Mit dem falschen McLaren. Also naja, was heißt falsch? Den F1, ne? Meinst du? Den normalen halt, ja. Ja, der ist hier falsch. Also geschenkt würde ich den nehmen. Ja, aber nicht in AP2. Der ist so falsch, der hat nur 3 Farben. So, gut. Naja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man den Original nur in den Farben bekommen hat. Also ich kann da, also ich glaube, selbst Geschenk könnte mit dem nichts anfangen. Der hat ja keinen Kofferraum, kann nichts einkaufen. Doch, der hat richtig gut Kofferraum, du. Unterschätzt den McLaren F1 nicht. Also kann ich mal einkaufen mitfahren. Da kannst du einkaufen mitfahren, ja. Mit dem kannst du super einkaufen fahren. Ah ja. Der hat einen richtig großen Kofferraum. Der so, Dennis, dann fahren wir mal hier drauf. Ja. Mit einem größeren Kofferraum als mancher großer Kompaktklasse. Aber ich mag die Zeit. Okay, aua. Danke dafür. Was? Oh, das kann doch nicht wahr sein. Wieso eck ich denn da jetzt an, Alter? Das habe ich mir auch so gedacht. Ich bin nämlich jetzt Letzter. Was hab ich jetzt gemacht? Dann ist Kirsche ja jetzt schon in der ersten Runde weg. Das ja, ist jetzt bin ich Letzter. Kann ich wieder aufholen. Naja, immerhin. Kann ich mal wieder aber ich überholen. Es wird ein Hut zu werden. Alter, dass ich da jetzt anecken musste, ja toll. Herr Schüßkirsche, ach Mene! Ach, guck mal, wie das noch reißen kann. Kann man da anecken, das war völlig genau.
Ich frag mich, was der erste Fehler bei mir gerade zu bedeuten hatte, ey. Mann, Mann, Mann. War der genauso dämlich wie meiner? Die Abkürzung. Ich dachte, ich fahre da so krass in die Mitte, dass ich erstmal eher gegen den Zaun semmel. Ja gut, das hatte ich auch nicht verstanden. Ich habe mich voll überschlagen, ey. Also nie. Aber mein Fehler war auch nicht gerade sinnvoll. Wisst ihr, wie es war? Jetzt habe ich hier Stevies Cockpit mit einer Ansicht. Jetzt habe ich auch einen Ventilator hier stehen. Nachteil per Greenscreen und zwei Softboxen, du schwitzt. Ja, das glaube ich. Da kommt noch eine Menge Wärmequelle dazu. Nee, so kriege weiß ich nicht. Wobei wir auf den Wunden. Das geht ja. Ach, das Lied läuft. Das ist auch was anderes. Ich glaube, ich brauche. Zwei oder eins, ich habe gerade keine Ahnung. Ja, könnte tatsächlich aus in Underground 2 vertreten sein. Aber ja, ist 2. Ja, ist 2. Ach, absolut verpasst. Ich wusste das zwar vor euren Videos, und bevor ich das Radio gefüllt hatte, nicht, dass es da drin in dem Spiel ist, aber interessant, das gesehen zu haben. Ist in 2 drin. Ja, habe ich bemerkt in euren Videos. Interessant, dass... Hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten, dass EA so einen Song artet in ihren Spielen, aber okay. Ja gut, die haben ja auch Static drin gehabt. Ja, aber, so. Aber das Ding ist ja noch eine Stufe höher hier. Ah! Mann, was war ich hier für ein Mist? Nur noch letzter. Dir das Auto ist Mist, Diebster. Nee, ich fahre Wolfgeise. Ja, das Auto auch. Ja, also das ist sehr, sehr scheiße zusammengesetzt. Wenn du totale Scheiße fahren willst, fahr den TS. Vielleicht fährst du wegen dem Auto Scheiße, Diebster. Ja, vielleicht ist das ein Design. Weil das Auto ist einfach Scheiße. Und ich mag diese Texturen hier immer noch. Oh, der Unterschied. Nicht mehr so bräunlich und so. Der ist langsam und untersteuert, ne? Langsam, relativ. Ja, relativ langsam, ja. Im Vergleich zu so einem Kampfjet schon ziemlich langsam. Ja, gut. Ja, im Vergleich. Also, er war jetzt veröffentlicht worden, das schnellste Auto, das es gibt. Also. Im Vergleich zu den anderen Autos, die es in der HP2 Klasse 1 gibt, ist das Ding die langsamste. Der ist in Klasse 1 drin? Wo denn sonst? Ja, wo denn sonst? Wo ist die sonst in Klasse 5 eher nicht? Nee, aber 2 würde der eher passen, oder nicht? Nee. Nee, der ist schon in der richtigen Klasse. Ist der nicht so schneller als der 50? Nee, ich fahre nicht. Hab ich auch immer gedacht, aber nee, der 50 ist gar nicht der langsamste der Klasse. Nee, ist der hier. Das ist diese Kackkarre hier. Aber sicherlich nicht vom Top-Speed, also... Top-Speed hatte der sicherlich das Beste, was es damals gab. Ja, aber es gibt ja hier keine einzige Strecke, wo man die hier fahren kann, in diesem Spiel. Das ist ja das Traurige. Also warum gibt's diesen Wagen in diesem Spiel? Ach, die Abkürzung verpasst. Der Beast Demon der Bahn. Kann man die fahren? Ich hab keine Ahnung. Ich hatte eben verpasst, jetzt wieder, aber eben war ich vor mir und hinter mir hergefahren. Jetzt war ich hinterher. Wer es gibt Most Wanted Musik. Ah, bei mir ist die Musik. Ah ja, stimmt. Also heute haben wir aber komplett die Riege Need for Speed im Radio, oder? Verpasst ja. Aber der Song ist auch verdammt geil. Ja. Aber also es gibt einige verdammte gute Tracks von dem Teil. Das Krasse ist, ich bin an Kirsche wieder relativ nah dran. Hätte ich diesen Idiotenfehler nicht am Anfang gerissen, wäre ich vor Kirsche. Ja, ich hatte halt auch Fehler. Es gibt aber verdammt viele gute Tracks, die Most Wanted hat, so ist es nicht. Ja, das stimmt zwar, aber... Oh, das gibt's doch nicht, Mann! Komm doch da mal rum! Alter. Was sollst du sagen zum Ete? Bei Most Wanted, da sind zwar viele geile Tracks bei, aber es ist halt leider auch sehr viel Rap und so dabei, das, aber nicht komplett, Ja, das nee, nicht komplett, aber es ist halt recht viel. Nein. Ach, geht. Ja, gut, ja. Gut, ich deaktiviere die sowieso immer, also Lieder will ich nicht sagen, die Geräusche, die da halt noch zusätzlich irgendwie bei sind, aber... Ich hab diesen Joke, der in der PPG Edition war, waren die Lieder ja komplett geswitcht. Die habe ich abgefeuert, viele davon. Weil ich zugeben muss, Get Low in Underground 1 finde ich einen guten Song, das passt einfach zum Sam. Oh, hast du schon ins Radio eingefügt? Nö. Wieder mal draußen kommen die irgendwas. Ins Radio nicht, weil wir fahren ja sowieso kein Underground.
Und zu den Spielen. Nee, brauche ich nicht. Sind alle die Abkürzung gefahren? Ja. Ich habe so viel Scheiße im Rennen gebaut, damit wir es wahrscheinlich ausgeglichen haben mit dem F50. Aber das ist also wenn es so bleibt, dann wäre es nicht schlecht. Ein, Keller, ein nettes das Keller wird so bleiben, Kirsche, ja. Ich, es sind noch zwei Runden. Wie soll ich da wieder ankommen? Halt... Ach, ankommen? Nein, ich meinte, du könntest ja noch weiter zurückfallen. 2 Minuten, ne? Nee, das will ich nicht. Nicht noch schlimmer. Weil der kommt hier mit der rechts. Och, was ist das denn? Wofür dieser Fehler jetzt? Das sind ja eine Kurve, nicht Vollgas fahren kann, weil er da nicht rumkommt. Ne? Das ist traurig. Ich hab diesen Fehler jetzt gar nicht verstanden, der gemacht wurde von mir. Er ist so schön gegen die Wand, damit ich mich drehen kann. Ja, das passiert in der Abkürzung ganz gern neu. Und der Abster hat mich überholt. Ach so, die vor Stadtziel oder was? Ja, die ist gefährlich. Nach Stadtziel. Ja, das nervt mich gerade ein bisschen. Die Abkürzung ist irgendwie der einfache Teil mit dem Auto, aber gut. Ja, nee, da bin ich zu doof und dachte, ey, guck mal, hier ist eine Wand, ich dreh mich jetzt mal. Oh, Benzin. Oh, das ist auch... Benzin hast du reingepackt? Wusste ich gar nicht. Jo, Benzin ist drin. Ja, weil wenn wir Rennspiele fahren, dann, also wenn es ein Lied von Rammstein gibt, das man dabei hören muss, dann ist es Benzin. Ja, das ist eben. Da passen die Lyrics ja sogar gut rein. Weil wir fahren alle Benziner hier, also... Ich bin mal gespannt, wann das Album kommt. Ich meine, Till hat zwar jetzt nochmal eine Single rausgebracht in seinem Solo-Bereich, aber... Die fand ich aber nicht so gut, ehrlich mit gesagt. Mit dem Ich hasse Kinder, ich weiß. Hab ich noch nicht angehört. Keine Ahnung. Ey, das Video ist ganz cool, aber das ja, Video, gut, aber ich weiß, das hat's ja, irgendwie nicht so. Jetzt mal Real Talk, wundert's dich? Ich meine, guck dir doch mal grundsätzlich auch die Videos von Rammstein an. Da ist doch klar, dass wenn er alleine was macht, dass auch da die Videoqualität nicht von schlechten Eltern ist, ne? Ja. Aber wie gesagt, also Video, klasse, aber der Song irgendwie, weiß ich. Das Video zu Benzin ist geil. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das Beste aber bei Benzin ist auch das Lied geil. Das Beste an der Sache ist nur dadurch, dass bevor er ja das Solo-Projekt lief ja mit jemandem zusammen. Oh nein. Da hieß es ja nur Lindemann. Jetzt ist er alleine. Plötzlich heißt der YouTube-Kanal auch nicht mehr Lindemann, sondern Till Lindemann. Ach, da ist wieder gequest, ey. Wieder überschlagen. Scheiße. Hat die Abkürzung am Ende, finde ich wirklich den leichtesten Teil tatsächlich. Echt? Ja. Die kann man flat fahren. Da warte auf mich. Und dann ist sie ziemlich gefährlich. Wartet auf mich. Das kann Steven kann er sehr die sagen. Fällt mir tatsächlich sehr leicht zu fahren. Wir reden die mit dem Zaun links und rechts, ja? Ja. Und die fährst du flat. Ey, Vollgas fahr ich ja, nicht. Man kann die aber Vollgas fahren. Kann man und dann Vollgas? Ist sie halt super risikoreich. Okay, das ist crazy. Da bremst ich sogar. Wie soll das gehen? Da bremst sogar ich ja ab. Aber mit Wand, mit Nano oder ohne? Oh, weiß ich jetzt gar nicht. Beim CLK geht's auf jeden Fall ohne. Also mit Wandmitnahme halte ich für langsamer. Also andere Richtung ist Wand. Alter, der untersteuert sogar bei dem scheiß Tunnel jedes Mal. Oh, Diebster, mach bitte doch einen Fehler. Ich bleib bei der Fehler gemacht, äußerst schlechten Zeit von 1,53 sitzen. Ich habe hier nichts zustande bekommen. Ich habe einen Fehler gemacht, ihr habt die Abkürzung verpasst. Herzlichen Glückwunsch. Nur um Tomate vorzulassen. Also das war ein Rennen. Ja, nee, das hat leider nicht gereicht. Das reicht nicht mal. Okay, also ich krieg die Vollgas nur mit, indem ich dann gegen eine Wand fahre. Ich bin vorbeigefahren wieder. Ja, okay. Ich möchte die Abkürzung nicht mit gegen Wand fahren. Das halte ich für nicht so sinnvoll. Ich hab's auch nicht gemacht, also. Ich hab nur, es geht. Ich hab's jetzt damit versucht und da war die Wand dann. Ja, nee, würde ich nicht im Rennpark probieren, sowas. Ich hab mich nicht gedreht oder so. Ich kann mir zufrieden sein, letztendlich. Das ist übrigens, was man da machen könnte, ne? Also drehen, vermeiden, üben. Einfach mal ach, absichtlich. Wirklich? Ja, nee, einfach mal absichtlich gegen die Wand fahren und gucken, was man tun muss, damit man sich nicht verhindert. Ich hab auch gesagt, ey, kommst du in so einem Rennen danke, dass du diese Info gebracht hast. Ja, Kirsche kam mit dieser Dreckskarre definitiv besser zurecht.
Wenn du mir jetzt nicht gesagt hast, dass man sich da nicht drehen darf, ne, das hätte ich nie gesagt. Nein, ich habe gesagt, drehen vermeiden zu üben. Wow, okay. Da war jetzt gerade ein Musiktitel und der war 3-4 Sekunden lang und dann hat er gewechselt. Im ASOC war ich sogar noch schlechter mit dem Auto. Dennis, ja, das solltest du mal beprüfen. Du hast da irgendeine Datei drin, die ist zu kurz. Ach, wenn sie nur 4 Sekunden ist, ist das scheißegal. Und stört ja nicht. Jetzt haben wir... Oh, ja. Das war kurz der Werbespot des Sponsors. Ja. Ihr beschwert euch doch davon, dass wir so langsam fahren, oder? Ja, aber der kommt wenigstens um eine Kurve. National Force mit dem Speedster. Ja gut, beim Fahrrad komme ich auch um eine Kurve. Ja. Ja, mit dem McLaren F1 LM oder CLK GTR kommt auch schnell um die Kurve. Aber das komische Ding da. Opel Speedster. Der Slowster. Wenn dann mal ein Speedster wäre, ne? Genau, Opel Slowster. Bevor ich starte, muss ich nochmal. Okay, Lenkrad ist artig. Jetzt kann ich starten. Ganz wichtig, wenn man auf manuelle Schaltung geht und ich kann nicht schalten, ist scheiße. Oh, in die rückwärts. Immer in die Richtung fahren, in der das Auto zeigt. Ja. Ich dachte, ich wollte aber jetzt drehen. Das hatte ich befürchtet, deswegen sagte ich es ja lieber. Ich bin nicht bei Rückwärts, Stevie. Das Spiel habe ich leider nicht mehr. Das Spiel hast du nicht. Breakfast. Breakfast ist geil. Würde ich gerne mal zocken, aber ich hab's nicht. Hab ich auch nicht. Leider. Ist das nicht so im Game Pass drin? Ist auch im Game Pass Lobby drin, glaube ich. Breakfast. Meinst du? Ich bin mir auch nicht sicher, ehrlich. Welchem Launcher ist es denn? Steam. Oder auch Steam hat ja so keinen wirklichen Pass. Oder halt Windows Store, ne, logischerweise. Weil die einzigen, die ich mit dem Pass wüsste, sind die hier, Origin, die immer dieses Ding haben. Und dann halt eben Microsoft, die ihren Game Pass haben. Ja, ich glaube, da gibt es aber Dinge so, meine ich. Auf Windows Store, wir beide haben ja auch quasi auf der Konsole gibt und so. Deswegen ist so wieder auch bestimmt wieder so eine Version mit Game Pass, glaube ich. Aber ich habe keinen Game Pass. Überlege ich jetzt gerade, weil ich ja Xbox habe jetzt. Ich hatte kurz den Game Pass da, weil die hatten ja mal das Angebot, der erste Monat 1 Euro und danach hat der Vollpreis davon drin. Ja, natürlich, das ist immer so ein Lockangebot. Dessens hatte ich den für einen Monat am Laufen mal gehabt. Aber ich habe ihn nicht nutzen können. Weil ich nicht wusste, was. Ich hatte zu viel Auswahl. Kenn ich, ja, ganz ehrlich. Dann habe ich. Ich habe mit einem Kollegen zwar einmal Sea of Thieves angezockt. Das gibt's doch gar nicht. Danach hat der das aber nie wieder spielen wollen. Und dann habe ich es deinstalliert und danach habe ich den Pass auch gekündigt. Der Kirsch hat schon wieder davon. Okay. Letzte Runde. Das habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass der fünfte Gang auf der langen Gerade nicht ausreizbar ist. Das habe ich jetzt hier einmal abgebremst? Nein, ja. Beziehungsweise nicht nutzbar ist. Ja, der fünfte ist halt auch komisch. Ich habe jetzt auch bei dem Backup-Stück benutzt, aber ob das was bringt, weiß ich nicht. Ich kann nur auf 221 oder so, ja, auch gleich im vierten bleiben können. Das war so, fand ich merkwürdig. Eine schöne, entspannte Fahrt durch den Wald. Ja, das stimmt. Ey, wieso? Fuck, warum habe ich denn die Wand berührt? Was fährst du so anders mit dem Auto, Kirscher? Oh. Wenn man langsam die Lieder in dem Radio kennt, weil sie immer und immer und immer wieder kommen. Ne? Na gut, Doom sind aber auch teilweise drei- und vierfach drin, also... Ja, wegen den Remixes halt, ne? Deshalb. Oh Mann, mein Steinzeitrechner nervt mich gerade irgendwie. Ich fahr vorne, hab keine Autos vor mir. Ich hab alle Details runtergedreht und ich bin bei 90 FPS. Hast du vorhin den Fehler oder was? Ja. Ja, du kommst mir ganz schön gehörig nah, du. Ja, aber leider nicht nah genug, offenbar. Also ich habe hier gerade 720 FPS Cash. Ich habe keine Ahnung, wie viel. Normal war die FPS immer nur eingebrochen, wenn ich Gegner vor mir habe. Ich habe nur maximal 60 Hertz, also ich kann mehr als 60 Semi nicht. Nee, das Problem ist, wenn ich dann... Das macht ja nichts, du hast aber besseren Input bei mehr FPS, Deepster. Ich habe auch nur 60 Hertz, aber... Ich habe auch nur 60 Hertz. Aber du hast halt, je mehr FPS du hast, um trotzdem bessere,
bessere Engine, also die Engine kann häufiger aktualisieren, Inputs werden häufiger aktualisiert und so weiter. Ist ja nur der Monitor, der da halt nicht hinterherkommt, aber alles andere halt schon. Naja, die paar Millisekunden früher oder später. Ja. Na, bei Shootern macht das viel aus. Also, ich will noch mal kurz pissen hier. Also, Quake Champions zum Beispiel willst du nicht auf. Nein, hat sich nie. Ja, okay. Ja. Das wird sich auch nie ändern. Also, zum Beispiel Quake Champions willst du auf gar keinen Fall auf 60 FPS spielen. Also, das ist. deswegen bin ich mal so schlecht gewesen im Spiel. Hast du das echt auf 60 FPS gespielt? Glaube ich so, ne? Wegen V-Sync und so. Ach, und noch V-Sync auch noch reingeknallt. Ja, deswegen hast du ja 60 FPS. Ach du Scheiße, mach den Scheiß raus. Alter, weißt du was? Gerade bei Quake Champions, ich hatte das einmal versehentlich drin, Faustig. Das ist bei dem Spiel besonders schlimm. Ich habe das bei keinem Spiel so schlimm erlebt wie bei Quake Champions. Wie was da für ein Input-Delay mit Faustig drin ist. Das war absolut crazy. Das hat sich angefühlt, als wären meine Inputs auf 150. Bang. Alter, mach den scheiß V-Sync raus, ey. Du musst aber wieder spielen, ey, dann ohne V-Sync, glaube ich. Alter, du wirst dich wundern, wie smooth die Steuerung auf einmal ist. Holy shit, was hast du dir angetan? Die Steuerung hatte mit V-Sync so ein dermaßen ein Delay, dass es nicht mehr geschmerzt hat. Du kannst doch schon mal vorbereiten, auch wenn Zometer nicht da ist. Nicht mal nur geschmerzt hat, es war schon zum Totlachen. Es war schon regelrecht witzig. Okay. Und du hast dir das die ganze Zeit angezündet? Ja. Ach du Scheiße, die. Da misst du doch schon, ja. Ich weiß nicht so. Ach du Scheiße. Ja. Oh, welche Karre ist das? Aston Martin, okay. Aston Martin. Alter. Du hast jetzt genau so lange gebraucht bis zum Ende. Wow. Zumindest ist wieder da, das habe ich gehört. Ja, die Ladezeiten sind ja jetzt nicht so extrem hier. Zumindest muss nie was sagen. Man hört, wann er wieder aufkreuzt. Ja, welche Farbe nehme ich denn? Ja. Ich nehme mal Grasgrün. Ah. Ich nehme mal Blau, was soll's. Ich habe jetzt auch in Grün, passt zu. Achso, ich muss nochmal Lenkrad, bist du artig? Nein. Du hier, doch, Coastal Parklands. So, jetzt muss ich aber mein Grün wieder haben. Da ist mein Grün, so. Du musst echt wieder mit Lenkrad fahren, zumindest bei HP2. Ja, HP2 solltest du Lenkrad fahren. Im Runden, dann hab ich Bus. Ja, aber das Auto fährt sich meines Wissens gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube, der war okay. Ja, der geht klar. Oh nein! Nein, 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 au! Bei dir lang. Na, bei der Vollabkürzung. Das ist der, ja, das wollte ich auch mal immer probieren, aber. Wie krieg ich da oben nicht geschissen? Hab ich da doch nicht gemacht. Da bin ich ja, glaube ich, jetzt zwei von den letzten drei Tagen mal nachgefahren, aus den letzten. Da gab es noch keine Ergebnisse im Vergleich. Ja, das braucht immer ein bisschen. Was brauche ich? Die Ergebnisse. Die Ergebnisse. Deswegen habe ich den letzten Renntag nicht nachgefahren. Oh, Scheiße. Oh, shit. Kann ich wieder aufholen. Naja, immerhin darf ich jemanden mal holen, vielleicht. So, Busch, du bist meiner. Ist besser, als wenn man immer nach vorne rumfährt. Nein, ich bremse doch! Und oh, Mann! Die Kirsche ist so frustrierend. Das mache ich absichtlich. Ja, das sehe ich. Du drückst nicht auf die Bremse, also es ist offensichtlich absichtlich. Ja, ich könnte ja mal. Warum drehe ich mich denn jetzt hier? Hab ich bald wieder. Oh, jetzt geht's ab hier. Ja, ich hab mich auch fast gedreht, dass die. Ja, ich dummerweise auch. Ich bin auch rausgekommen, ne? Mann! Ja, vielleicht kriege ich die zwei ja noch. Ja, mal gucken. Erst nur mal jetzt keine Glanzleistung. Kann nur besser werden. Oh ne, du bist rausgekommen. Aber der Aston Martin eignet sich gut für Offroad, stelle ich fest. In dem Moment, wo ich es gerade nicht geklappt habe. Das ist wahrscheinlich nicht das, wofür er gebaut wurde, aber ja. Aber er funktioniert darauf sehr gut. Versteckte Fähigkeiten, die Aston da gebaut hat.
und für Stadtkurse. Oh Gott, den habe ich aber sehr weit genommen, die Kurve. Holy moly. Ja, es macht sich Kirsche sofort zunutze. Ich glaube, hier stimmt jetzt ein Motor. So, Busch mitgenommen. Hast du gesehen, der Kirsche? Habe ich mitgenommen. Nee, habe ich nicht gesehen. Ich steckte in deinem Heck. Ach so. Dann haben wir den gemeinsam mitgenommen. Das ist ja richtig gut. Aber ich vermisse bei Harpy Zeug dieses Wusch-Geräusch. Wenn man ja, das wäre schon witzig. Na gut, es macht ja mal Ding-Ding ab und zu. Also irgendwo ist so eine Glocke. Diese Scheißabkürzung auf der Strecke ist, da kann Stevie jedes Mal aufholen. Also das macht mich vier auf jeden Fall richtig, die Büsche. Die durch den Dreck geht. Achso, bei dem Tunnel vorbei. Ja, ich hab ja fast gedreht, ey, in der Kurve. Wie, du ziehst jetzt vorbei, jetzt lass das doch mal. Ich will dich hinter mir haben. Da habe ich den Windschatten ausgenutzt. Ja, Windschatten am Arsch. Wenn es den hier geben würde. Oh, das gibt es doch nicht. Warum hast du mit der Folterabkürzung so Probleme mit diesem Auto? Hat sich eigentlich nicht. Bis auf keine Ahnung. Was sehenden Auges? Auf einmal war der Baum. Ich habe keine Ahnung. Der Kirschsalat kann die Folterabkürzung nicht mehr. Da muss ich mir ein Video angucken, was um alles, was ich da gemacht habe. Du hast den Baum mitgenommen. Ja, auf einmal bin ich direkt auf den Baum zugefahren. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Keine Idee mit der Abkürzung. Haben wir mal probiert, das rüber. Du hast kein Herz für den Baum, sei doch ehrlich. Das hat nicht funktioniert bei mir. Ich dachte, der fällt um, dann könnte man da besser rausfahren. Naja, jetzt wieder, um mich wieder näher dran. Nee, so lieb ist der Baum nicht. Da musst der du auch weil, der hält ein bisschen was aus, der mit der Größe und so, ne? Musst du bedenken, Kirsche. Also, du meinst, ich muss da noch häufiger gegenfahren. Ja, der wird so schnell nicht nachgeben. Also, ich kann dir empfehlen, lass den Baum einfach zufrieden in Ruhe weiterleben. Mal sehen. Vielleicht wenn du auch gegenfahren würdest. Nee. Ich möchte dem Baum nicht wehtun. Ich bin so ein Biofutter. Warte. Ich wette, dass du direkt nach Ende Start-Ziellinie, nach der letzten Runde, einem Baum wehtun wirst. Ja, das ist ich weiß auch genau Baum. Welchem. Das ist ein anderer Baum, der hat es nicht anders verdient. Ach ja. Es gibt da Ausnahmen, ne? Freche Bäume, die haben es verdient, gequält zu werden, und es gibt artige Bäume, die müssen in Ruhe gelassen werden. Die artigen Bäume sind die Bäume, die Kirsche abschließen. Das sind die artigen Bäume. Ich weiß nicht. Also da muss man halt unterscheiden, ne? Da muss unbedingt auch NFS 4 wieder mitfahren, da ist er öfter schlechter als ich jetzt in HP2. Aber HP2 ist das Elite-NFS. Elite-NFS. Ja, natürlich. Das beste NFS. Ja, ich weiß nicht, irgendwie... Ja, für dich ist es Need for Speed 4. Wir wissen's. Ich glaube, Tomete wollte irgendwas anderes sagen, als das, was du dachtest, Stevie. Oder? Es ist... Stevie hat zwar an sich recht, aber das ist nicht, was ich sagen wollte. Siehste? Ich dachte, ich helfe ihm mal, bevor er das aussprechen muss, aber gut. Need for Speed 1 Musik, ja, wir haben es heute mit Need for Speed Musik. Heute ist komplett Need for Speed Session, ey. Ja, und Doom, ne? Need for Speed. Ja, gut. Ist ja immer. Ja, Doom ist ja immer. Ever, also. Need for Speed Doom. Ja. Der neueste Need for Speed Doom. Das Spiel müsste es wirklich mal geben. Die Traumkombo. Doch jetzt beides bei. Oh, also, fucking hell. Da wollte ich zu viel an der Kurve. Ah, ich dachte, das wäre auch ein Baum gewesen. Nee. Deinen Baum lasse ich in Ruhe. Den ah, der kommt jetzt noch. Der macht bestimmt einen Schritt zur Seite und räumt dich ab. Nee, den überlasse ich dir. Gelandet. Doom und Need for Speed können wir jetzt also Need for Speed. Kümmer du dich mal um deinen Baum. Nee, bin vorbeigefahren. Ach, Menno. Warum überholt Stevie mich denn jetzt schon wieder? Was mache ich denn falsch? Du bist doch in allem anderen auch so konsistent. Warum denn hier mit dem Baum nicht? Regelmäßig gegen den Baum gehen. Gute Idee. Ja. Alter, ich fahr schon... Ach Gott sei Dank. Du musst deinem Baum schon treu bleiben, sonst ist der beleidigt und traurig und eifersüchtig. Nein, warum will ich denn jetzt da drauf? Und dann entscheidet er sich vielleicht das nächste Mal für Stevie statt für dich, Kirsche. Das ist okay. Also da kann gerne jemand anders gegenfahren. Ja, damit wirst du mich dann jetzt wieder überholen, weil ich baue hier gerade wieder Bullshit. Kennst du gegen Bäume? Ja, nee. weil wenn das nicht der Fall ist, ne, dann hat Kirsche die Fronten gewechselt und hat sich für dich entschieden.
Ist ein Diebster jetzt schon wieder weg? Ja. Halt. Schön. Ich bin jetzt beim Tunnel. Wenn ich verstehe meine Aktion nicht. Ich habe es geschafft, zur Mitte zu holen und baue erstmal einen kompletten Fail. Ja, damit er wieder vorne ist. So. Alter, wie der Cash da schon wieder rangekommen ist. Ah, oh, Baum, das liegt alles an dir. Wenn du da so selten Leute überholen kannst, dann bist du halt immer total nervös. Oh, ich habe jemanden überholt. Und mal hinter dem Baum liegt auch ein Felsen, gegen den wir immer gegenfahren. Ja, also ich glaube, man hat das, glaube ich, schon bedacht. Ne? Man hat schon, die Stadt hat den Felsen da hingelegt, damit der Baum gestützt wird, damit er nicht umkippt irgendwann. Ein Dritter werde ich jetzt heute irgendwie mal. Ha. Oh Mensch, jetzt geh doch von der Wand weg, geh doch von der Wand weg! Ja denn? Hieronimo! Oh, geiles Thumbnail. Danke dafür, die Star. Wieso beschleunigt Stevie denn schneller als ich? Was soll denn das? Dann kam Stevie besser aus der Kurve. Oh, das war aber knapp da hinten. Oh, es geht denn da vorne ab? Holy shit. Du bist zweiter. Und ihr seid aber jetzt disqualifiziert, weil ihr habt die Bäume nicht mitgenommen. Ja, dann ist das so. Ich bin da, wir sind sowieso vorletzter und letzter. Also 1,27 Kirsche? Okay. Jupp. Das war aber eine Killerrunde von dir. War auch die einzige, ja. Wo hast du die denn hergeholt? Letzte Runde. Alter, schwer. Ja, das war nach deinem Fehler, da hast du doch den Windschatten dann wieder. Ach, deswegen kamst du doch auf einmal so ran, ey, weil das so eine Killerrunde war hier. 1,27 war jetzt aber echt mal crazy gut. Und zwischendurch mal eine 33, das war dann der Baum. Das war mal crazy gut, holy shit. Ihr habt euch da vorhin beschwert, wir sind in F1 gefahren, ja, dann fahren wir jetzt halt eben in F1 LM. Ja, ja, der ist auch vollkommen in Ordnung. Na gut, die Strecke ist die verkehrte für ihn, aber der fährt sich trotzdem besser. Wieso klappt bei NFS 4 diese Season alles besser als sonst und bei HP2 alles so extrem viel schlechter? Ja, keine Ahnung. Bei HP2 muss das Lenkrad dran montieren. Oh, stimmt, Tomete letzter, obwohl es definitiv keine Tropen waren. Oh, scheiße. LM. Was machst du denn da zum Beispiel? Daniel cheatet. Obwohl, nee, ist fair. Er darf als erster losfahren, dafür muss er den F1 nehmen. Ich bin aus Versehen draufgekommen. Komm mal, die Farbe. Was passt denn mal zu mir? Den Ryan Perry, das ist so ein Türkis vielleicht. So, ich muss aber Lenkrad nochmal überprüfen. Okay, ja, funktioniert, okay. Achso, jetzt hat er die Farbe ja wieder resettet. Ach, komm an, du Arschgesicht. Als ob du nicht vorher wüsstest, dass genau das passieren würde. Warum hat denn jetzt Dennis ausgewählt? Ach, wach. Weil er dachte, er wäre dran. Meine Fresse, Diebster schläft auch. Bei all der Zeit habe ich... zurückgeladen, also darfst du jetzt. Achso, ja, hab ich mitgekriegt. Ja gut, bei all der Zeit habe ich natürlich vermutet, dass ihr schon so weit seid. Ein mitgekriegt, mir leid. Nee, aber Diebster ist am Schlafen gewesen. Ach so. Ich dachte, die Auswahl war halt noch drin, deswegen habe ich nicht mitgekriegt, dass die drin ist. Was? Nee, ich wollte auch ein Auto auswählen. Das geht aber gerade alles schief. Ich wollte auch mitfahren. Okay. Jetzt ganz in Ruhe. Diebster, Tomete. Alle Messages abwarten. Warte, drei Wagen sind. Jetzt darf ich schon mal Auto wählen. Jetzt, Kirsche. Moment, jetzt hatte ich original den Mercedes gerade ausgewählt. Jetzt alles triple checken. Alter, was ist denn heute los? So. Okay, es sieht gut aus. Wir können. Die Strecke hat was gegen uns. Ja, Kirsche darf einfach nicht mitfahren. Och, Menno, ja, startet ja einfach das Rennen. Hat viele Punkte, ne, deswegen. Das ist ein guter Grund. Ja. Kirsche ist so gut, der darf nicht mehr mitfahren, ne. Wir müssen auch die Meisterschaft ja irgendwie sabotieren. Ja. Muss ja eindeutig sein, die Meisterschaft, und nicht zweideutig. Und dann lassen wir die Kirsche einfach mal ein Rennen nicht mitfahren und dann bin ich wieder Erster. Das ist doch der Plan, ne? Also. Was das denn? Oh! Da war ich aber viel zu enthusiastisch. Aua! Gut gehabt. Oh, ich wusste es. Oh Mann, das fahre ich mit dir. Und das war nicht die richtige Abzweigung. Nee, du warst zu früh. Ich verwechsel das jedes Mal. Oh, aber der Wagen hat eine Lenkung. Der hat aber wenigstens Lenkung, kommt da trotzdem rum. Ich bin nicht umgekommen. Deswegen war der Letzte, hab mich beschwert von wegen, ich werde nur Dritter. Aber hier ist ja wenig Zeit zum Aufholen. Ich war ein Ruckler, ich hab grad einen Ruckler, warum auch immer. Einen nur. Das ist jetzt die Scheiße, naja. Und noch einen?
Ja, mit einer besseren. Nicht drehen, nicht drehen! Oh, Mann! Alter, was ist das denn jetzt? Hab ich auch recht schlecht durchgekommen, aber. Was ist ein Fortometer irgendwie, seltsamerweise? Okay. Ja, weil er sich das Scheißding gedreht hat. Oh Gott. Halt den hier rum, ey. Kirsche! Komm wieder! Nope. Mach einen Fehler! Nope. Doch, so ein ganz tollen Fehler. Ein ganz tollen Fehler jetzt, so einen richtig tollen. Richtig, ich mache ihn selber zu viele Fehler, von daher muss auch mal so das Prometheus mich nie überholt. Mach eine 180er Wende und fahr zurück. Nachstartziel. Nee. Na, immerhin Pika-Pau-Flug hier. Jo. Bist du sicher, dass du genug Benzin getankt hast, Kirsche? Reicht gerade so für eine Runde. Ach, verdammt. Deswegen bist du so schnell. Das ist Benzin so sparsam gehalten. Jetzt hatte ich gerade einen Fehler, ich habe im YouTube irgendwie den ersten geschaltet. Ich habe dir versehentlich für 50 Liter getankt. Also das ist ja. Jetzt weiß ich, was Kirsche besser macht. Er hat für weniger Benzin getankt. Ja. Warum tankst du denn auch komplett voll? Was ist denn das? Ja, ich habe erkannt, dass es hier nur 8 Runden maximal gibt. Ich wollte halt sicher gehen. Ich dachte, du schaffst es vielleicht nicht bis zum Ziel. Wir wollten nachher noch einkaufen fahren. McLaren hat gesagt, er hat einen hohen Benzinverbrauch. Ja, nu. Na gut, ja, das gut, Rennen braucht so. 50 Liter auf 100 Kilometer, das ist schon. Ja, aber es sind ja bloß 3 Minuten Rennen. Ich meine, oder 4 von mir aus, 2,5, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, das hat McLaren jetzt nicht gesagt, dass es dafür reichen würde. So, hier ist der 180er, den du haben wolltest. Und ich mach dein Auto jetzt kaputt. Nee, ich hab Call off. Ja, tu einfach so, als wäre es angewiesen. Stell mir das so vor. Scheiße, glaub ich nicht mehr, so Vierter. Jetzt wissen wir, warum es zu viele Unfälle... Och Mensch, ich hab echt... Warum es zu viele Unfälle auf deutschen Straßen gibt. Alle haben Kollision an. Die denken, es ist Call off. Ja. Ja. Weil der eine Fehler einfach viel zu krass wieder gebaut habe, konnte ich nicht mehr ausrechnen. Tolle 3,5. Na gut, der 180er, den ich hatte, der hat alles versaut. Boah, ich mag den Wagen auf dieser Strecke sowieso nicht so gerne fahren. Ah, das war jetzt hart. 5 Sekunden auf einer Einrundenstrecke. Ich weiß jetzt schon, ein Kisch... Ja, da war ja auch ein fucking Fehler drin. Ja. Ein Zometi wird gleich heute bestimmt ein bisschen jetzt gleich meckern, weil jetzt fahren wir wieder Palm City und das ist die Richtung, wo er gerne mal die Abkürzung verkackt. Ja, die ist aber auch echt unangenehm in dieser Richtung. Voll mit dem Auto. Boah. Also, jetzt ist zumindest anders. Für mich von dem Auto. Oh Gott, das kann nee, ganz ehrlich, werden. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich lade das nicht hoch, das Video jetzt. Die Aufnahme breche ich ab. Ernsthaft jetzt? Ja. What the fuck? Why? So, welches Auto? Der Vorteil ist, man hat mehr Frames pro Sekunde, wenn man abbricht. Ja, 50. Na, ich fahre den nochmal so. Okay. Nee, kann ich ja bei dir das Auto in Pink fahren hier in dem Spiel. Ich meine, das letzte habe ich jetzt noch hochgeladen, aber heute verliere ich ja wirklich alles. Ja, wenn du jetzt nur noch danach gehst, also. So, Start Race. Bup. Ach, was soll's, ich mach weiter doch nochmal. Ja. Ja, sei nicht so wie ich. So, und. Sei nicht so wie ich, ey, also lad da schön hoch. Ja, gut, ein Teil fehlt jetzt, aber. Das Rennen war zu Ende und ich nehme das nächste gerade auf, also... Ja gut, ich dreh da eh mal ein bisschen rum, also... Der pinke 50 passt aber gut. Renn genommen habe ich bei... Nice! Oh, nein! Nie anders haben gemacht. Haben die beide den nicht gekriegt? Ja! Der pinke 50 passt aber gut auf unser Streckendesign. Wir machen jetzt hier unser kleines Rennen wieder weiter hier. Muss man ja wirklich mal sagen. Ja, das wirst du aber wieder für dich entscheiden. Ich fahre mal ganz woanders hin und mal gucken. Bin ich hier gar nicht, die Ecke hier. Ja, das ist. Da fährt man so selten lang. Ach, so sieht diese Strecke halt aus. Naja, die Strecke ist nicht schlecht. Aber nicht die kürzeste wäre total eben. Aber wer unser Design hat, muss man darauf achten, ob für den pinken R50 passt voll gut in unser Design rein. Oh, jetzt kommt ich dieses sogar das lilane Design genommen. Passt da eigentlich auch gut zu. So. Ja, vielleicht war. Ich glaube, das war sogar dein Auto. Das passt das voll gut rein hier. Ewy ich habe das lila Design drin. Ja, dann habe ich das wohl gerade verwechselt. Aber jedenfalls, das passt gut rein. Passt richtig gut rein. Sieht voll cool aus.
Das ist echt eine gute Frage. Oh ja, jetzt fahr da auch das noch. Das war aber nur Zufall, wirklich, wenn ich ehrlich bin. Ich hab einfach nur genommen. Das sah richtig gut aus, eben als ich dich noch gesehen hatte. Seit dieser Season läuft HP2 nur noch beschissen. Aber vielleicht wärst du jetzt ein nice 2 Profi mit Lenkrad. Der nächste ist ja dann immer Erster. Ja, Alter, ja. Das wird nicht passieren, aber... Was ist heute mit meiner Stimme los, auf die sich überschlägt? Mann. Also ich habe die Dice 2 Reihe, die ich nachgefahren habe, da habe ich geguckt tatsächlich und ja. Na, jetzt kommt er ja schon wieder. Die habe ich besser gefahren als sonst immer. Ein Rennen hatte ich, glaube ich, sogar gewonnen gehabt. Was? Ja, verarschen. Ja, siehst du, hab ich doch gleich gesagt, Lenkrad ist King bei. Ja, bei Nice. Das macht einen Unterschied. Ja, sicher, und das Spiel macht auch wesentlich mehr Spaß damit. Ja, das sowieso. Ja, siehst du. Sag das mal Leruti, ey. Damit also, ich hab kein Rennen verloren mit dem Lenkrad bei dem Part, den ich danach gefahren bin. Also. Tastatur suckt bei Nice. Ja. Das ja, Ding ist, hier suckt Tastatur nicht und ich bin hier trotzdem im Verlieren. Aber jetzt hat sich darüber nicht rausgestellt, Nice 2 ist gar nicht mein schwächstes Spiel, es ist HP2 eigentlich. Für mich ist es HP2 aber auch. Der Lenkrad ja noch nicht, deswegen. Für mich ist es HP2 aber auch. Ich habe eigentlich ja vermutet, dass Ravish deswegen abgesagt heute bei P-Launch mit Hosts, weil er hier mitfährt, aber das war wohl ein Trugschluss. Der ist den ganzen Tag irgendwie nicht online. Nein, nicht, geh von der Wand, danke. Irgendwann weiß Stevie sogar, zu welchem Level die Songs gehören, die von Doom spielen. Genau, die laufen einfach nur bei mir im Hintergrund. Das läuft mit im Hintergrund. Ich höre es. Ich glaube, habe ich nicht sogar bei der ersten Map noch gesagt, langsam könnte ich mal ein anderes Lied vertragen? Ich glaube, oder? Ja, hast du gehört, ey. Das weiß ich noch nicht mal selber aus, wenn nicht zu welchen Maps die gehören. Was? Du bist kein richtiger Doom-Fan, Tomate. Wow, was ist das denn für ein... glaube ich. Das ist ja wie, als wenn du nicht wüsstest, was ein Kakodämon ist. Ja doch, das weiß ich schon. Alter, 25 FPS. Was ist denn bei dir los? Warum macht mich das 22. Was ist denn los bei dir? Ich hab keine Ahnung, auf einmal war es komplett weg. Ich verstehe nicht, warum ich das wieder draußen gemacht hat. Das hat keinen Sinn gemacht. Ich war eindeutig in. Alter, ich konnte überhaupt nichts mehr sehen. 20 FPS ist für den Arsch. Warum droppt das denn bei dir so crazy? Gönn dir mal einen besseren Rechner, verdammt nochmal. Ja, dann müsste man alles neu installieren. Ja, dann ist das halt so. Ja, das dauert für immer. Sag das jetzt zu dem Zeitpunkt, wo der Grafikkartenmarkt komplett im Arsch ist. Oh, die Grafikkarte ist ja neu. Passt ja bei ihm, nur sein Rest. Oh, kotz ab, ey. Ja, die so Festplatten, viel neue hast du halt nicht mehr eigentlich. Die Festplattenpreise gehen aber doch jetzt auch langsam kaputt. Ja, die Festplatte ist auch eine SSD, aber sobald du das Mainboard tauscht, kannst du das Windows wegschmeißen. Nein. Nein, muss. Ich hatte das Schweineglück drin. Okay, ja, aber mein. Mein Mainboard ist aber über 10 Jahre alt. Es ist aber zu empfehlen, neu zu machen. Also, du musst es ja eh regelmäßig aufrissen. Es vermeidet Bugs mit Treibern und Fehlern. Also, eigentlich ist es zu empfehlen, es schon neu zu machen, wenn neue Hardware reinkommt. Ich könnte mir fast vorstellen, wenn ich jetzt ein neues Board hole und das alte Windows behalte, dass es nicht mal schneller wird, weil es dann so verbuggt ist, dass es dann irgendwo anders bremst. Ja, Windows-Aufrüstung machst du eh regelmäßig. Also eigentlich. Bei Mainboard neu und CPU neu würde ich definitiv das Windows neu machen. Natürlich läuft das auch, wenn du es nicht neu machst, aber es ist bugfreier, wenn du es neu machst. Also bei neuen Mainboard habe ich immer neu installiert. Immer neu. Ich weiß ja nicht, was für eine SSD hast. Das vermeidet einfach Probleme. Weiß ich gerade auch nicht. Das vermeidet einfach sowas von Windows Probleme. Hast du eh nur Windows dann da drauf eigentlich? Nur Windows und die Spiele halt eben drauf, der Rest ist auf anderen Platten. Ich glaube, meine SSD ist sogar noch eine der ersten. Da musst du ja nicht viel machen eigentlich, wurden. Dann neu installieren. Und das ist wirklich dringend zu empfehlen bei neuer Hardware. Rechner neu aufsetzen. Och, natürlich, die kleine Pixel-Ecke kann da... Ach komm, ja, Kersche, jetzt bist du weg. Mal wieder. Ich komm mal Steven nicht näher ran, gibt's ja nicht. Ja, das war dann Glück, ey. Also bei diesem Aussetzer, der hätte ich auch locker irgendwo gegenquetschen können. Das war einfach pures Glück. Die Tat, Tomete. Erwischst du einmal die Abkürzung, ich hast du verloren.
Diese scheiß Mauer da, die guckt da so ein kleines bisschen ja, natürlich, raus. Natürlich, die hab ich ja auch nicht gekriegt bei der ersten Runde, wie immer. Ja, Diebster ja auch nicht, deswegen wollte ich das einfach so zitieren. Also, mir da mittlerweile ziemlich abgeschüttelt. Somit, also, der ist nun mal weg. Need for Speed 1 Musik auf. Wirklich, keine Ahnung. Ja, was? Gut, bei Tropen erwarte ich schon gar nichts anderes mehr, aber der ganze Winterfall ist komplett scheiße. Eins habe ich nie gespielt, deswegen. Ja, ja. Du hast noch nie NFS 1 gespielt. Nö. Wo fahre ich denn wieder lang hier? Was mache ich hier? Ich glaube, da könnte eventuell Stevie auch Schwierigkeiten haben, weil die KI ist da sehr gut. Die ist sehr, sehr gut, ja. Da musst du schon wirklich ein hohes Niveau fahren. Das habe ich jetzt ja eher weniger. Wobei, also manchen Need for Speeds schlage ich mich doch recht gut. Ja, aber Need for Speed 1 ist halt eine andere Nummer, ne? Da fällt die KI halt wirklich fantastisch. Also bei Underground 2 bist du ja nicht schlecht. Ja, ja, das geht. Also Most Wanted, Most Wanted bin ich recht strong. Ja, Gummiband. Da regelt das Gummiband. Ja, aber trotzdem, an sich Most Wanted bin ich fahrtechnisch ja, recht strong. Ja, das hast du in meinem Re-Let's Play gesehen. Ja, muss man. Das kannst du auch. Gut. Es ist zumindest dein stärkstes Spiel, Jo. Aber ich könnte es auch besser fahren, aber online gehe ich, kann ich das halt nicht zeigen, weil ich absolut. Ja, mit dem Ruckeln komme ich nicht klar. Es ist halt einfach so, damit komme ich einfach nicht klar. Ja, dann lass uns einfach den Rechner tauschen, dann kannst du das mal üben, das Ruckeln, dann gewöhnt man sich nämlich dran. Ich glaube sogar bald, dass ich Underground 1 im Verhältnis zu euch sogar da am ehesten mithalten kann. Aber ich glaube trotzdem, dass NFS 4, wenn man es jetzt direkt vom Individuum betrachtet, mein stärkstes Spiel ist. Ja, da hast du letztes Mal richtig gut abgeliefert. Also bei 4 bin ich bei den IP-Launch aus nicht schlecht. Im Gegensatz also, zum Renntag. Letzte Renntag hast du ja richtig abgeliefert zum Meter. Muss man dich ja echt loben. Ja gut, eigentlich nur im ersten Rennen. Ja, aber das war dafür echt spitze. Weil das ich erste komme, Rennen ist gut gelaufen, das stimmt. Wenn 3 oder 4 gehostet wird, ich komme mit den beiden Teilen noch etwas gut klar. Und das war bei dir echt Skill, Tomete, weil das war jetzt nicht, dass ich da irgendwie Fehler gemacht hätte oder so. Du hast das echt gut gefahren. Muss man dich echt mal loben, Tomete. Das war eine klasse Leistung. Ja gut, am Ende hattest du aber trotzdem 40 Sekunden Vorsprung oder so. Ja, irgendwann hattest du abgebaut. Nee! Warum? Och, was sollte das denn jetzt? Aber es ist ja trotzdem schon mal ein Erfolgserlebnis für dich, Tomete, dass ja, du so das, lange mithalten konntest. Wäre es 5 Runden gewesen oder 4 oder was das war? Den einer war ich glaube sogar vor dir. Ja, du warst echt stark. Hast du gemerkt, ich hab dir eine Chance geben wollen. Ich dachte, ich mache extra einen Fehler. Ja, ich hab's gemerkt. Warum auch immer dieser Fehler war, aber ich dachte, der muss einfach sein, nur für dich. Ja, dann danke. Wehe, du würdigst es ein nicht. Ein Gastgeschenk, ich weiß. Ich hoffe, wenn du das nicht würdigst, ne? Dann. Ach, mit dem F50 ist die Selbstmordabkürzung aber sogar aushaltbar. Oh, ich weiß nicht. Ich muss die mega vorsichtig fahren. Ach, bei dir ist sie schlimm, okay. Also, wenn ich die Wand berühre, dann dreht er sich schnell mal. Ja, das lasse ich lieber bleiben. Ja, das meine ich. Da muss man mega vorsichtig sein. Was frage ich denn jetzt hier? Ach man. Okay, er würdigt es also nicht. Nein, ich würdige es nicht, ne, scheiße. Wobei, ehrlich gesagt, war ich bei NFS 4 letztes Mal. War langsam. Alter, was denn? Ich war sogar stolz auf meine Leistung mit dem El Nino als auf die auf der ersten Strecke da mit dem Porsche, weil der El Nino ja der ist, mit dem ich überhaupt nicht umgehen kann. Aber mit dem F50 muss man meiner Meinung nach gar nicht unbedingt die Wand mitnehmen bei der Selbstmordabkürzung, weil er lenkt und bremst echt gut. Ja gut, aber wenn du nicht bremsen möchtest vor der Abkürzung, dann nimmst du automatisch die Wand mit. Ja, gut. Also musst du da bremsen, ne? Du musst halt mehr bremsen, damit du die Wand gar nicht erst berührst. Oh, der haut schon gut rein in die Bremse und lenkt auch gut. Also der Verlust dürfte sich in Grenzen halten. Zumindest mit diesem Auto. Mit anderen Autos ist es natürlich was anderes. Aber mich wundert, dass Stevie bei den Hosts besser ist als im Renntag, weil für den Renntag kann man ja üben. Da weiß man ja, was auf einen zukommt.
Wenn alle für unvorbereitet. Ja, ich habe auch nichts geübt. Na gut, ich habe sie vorhin noch mal kurz abgefahren in der letzten halben Stunde, aber... Aber gut, bei HP2 ist es nicht so schlimm, keine Custom-Strecken und ja, ich kenn's ja aus dem FF hier. Und von daher nicht so wild. Nur gegen Kirsche reicht sowieso nicht, also ja. Ja, und der Rest ist eh schlechter jetzt nur, also... Ja, Fights ist hier so ein bisschen schwierig. Möchte Jonat... Ne, wer war hier noch? Ein... Das, ja, so Meteor. Ja, Jonat auf jeden Fall. Oder Meteor. Ja, eigentlich lieber noch Meteor. Ja gut, das wäre natürlich krass, ja. Ja, oder weil, Huck. Ich habe gehört, Huck ist Deutscher. Echt? Okay. Hat Ravage gesagt. Weil Meteor ist ziemlich auf meinem Niveau. Das wäre besser, aber du bist weit über meinem Niveau. Das ist halt, ja... Ja, ich überlege gerade, das würde nichts bringen. Huck ist einfach weit über meinem Niveau. Also, der würde ja wahrscheinlich auch alleine vor mir vorher rumfahren. Ja. Wo ich da bei IP-Launch dachte, war, da habe ich gedacht, das, was ihr macht, das, da ist schon kaum der Weg nach oben, aber... Skyfire würde auch nichts bringen, weil Skyfire ist leicht unter meinem Niveau. Ja, aber er ist besser geworden, auf jeden Fall. Okay. Wir brauchen mal ein paar von den Leuten aus IP Launch. Was zum... Alter! Komm! Oh. Wir brauchen mal ein paar Leute von diesen Leuten aus IP Launch, die da auf KI-Niveau fahren. Ach Mensch, ich will die Kurve so schnell fahren, dann kriegst du die nächste Kurve scheiße. Das lerne ich aber was auch nicht. Was sagtest du, Diebster? Wird noch mal spannend, frag ich. Ja, weil ich in der Abkürzung meinte gerade, auf der Seite zu liegen. Nein, ja. Ich glaube, du meintest fuck, Zitat Ende. Ja, wenn du die Stelle dabei siehst. Okay, das ist schwer zu zitieren. Irgendwie sowas war das, glaube ich, oder? Ich kann es selber nicht reproduzieren. Ich glaube, das sind die ganz neuen Klingeltonen. Stell mir das so vor, demnächst ruft sich jemand an. So voll die Ruhe, du sitzt hier so mit leeren. Dich ruft jemand an. Das wäre schon echt seltsam, ja. Die Leute würden kommen. Alter, wie du schon im Ziel bist und ich fahr hier halt noch so elendig. Ja, lange. Jetzt fahr ich hier totale Scheiße. Das ist auch das gut. Das war gut gemacht. Ja gut, jetzt ist eh alles verloren hier. Wie viel eher warst du bitte im Ziel? 10 Sekunden bestimmt. Nee, ich glaube, na, ein bisschen weniger. Aber wir werden es gleich sehen. Das ist ja nicht der Anzeiger drin. Du bist im Ziel, ja. Und ich muss hier noch das fahren. Ist mir fahren. Nein. Fahren. Du mal Bremse? Nein. Mann. Aber jetzt dreht er sich nochmal. Aber der F50 fuhr sich angenehm auf der Strecke. Ich habe mir gerade so einen leichten Kampf. Ich glaube, den fahre ich hier sogar am liebsten auf der Strecke mit der Klasse 1. Also jetzt abgesehen von der Rundenzeit. Ach verdammt! Aber von der Fahrbarkeit ist das toll. Verdammt! Habt ihr doch gekriegt, ey! Das war knapp. Wir hatten auch. Das war ein Kampf. Das war ein Kampf, den wir da hatten. Boah, hab ich die noch gekriegt, ey. Was? Scheiße. Das. Ja. Aber dass du das trotz der Abkürzung noch geschafft hast, das ist schon. Ja, Stevie hat ja auch geholfen. Muss man sagen, er hat auch ein paar Fehler gebaut in den letzten beiden Runden. Ja, er ist richtig eine Stelle, ne? Deswegen dieses Fuck, hatte schon seinen Grund. Ja. Ich dachte nicht so. Den ersten Fehler habe ich leider selber nicht gut ausgenutzt. Es wäre gut, wenn ich die Fehler mal außerhalb der Tropen machen würde, damit ich auch mal wieder nicht letzter bin. Bist du den manuell gefahren, Kirsche? Ja, du nicht? Okay. Nee, das ist wie mit CLK GTR, den habe ich immer mal Automatik gefahren, den F50. Oh, ja. Ich hab jetzt gar nicht drüber nachgedacht, / probiert. Finde ich persönlich bei dem auch angenehmer und scheint mir auch kein Leistungsverlust zu sein, aber keine Ahnung. Du hast gewonnen! Aber oh, Alter. Ich glaube, ich muss ihn doch mal manuell ausprobieren. Aber ich glaube, das ist eher so der Kirsche-Mythos und weniger die Schaltung. Aber naja. So, ein Rennen haben wir noch. 2 Runden lang. Entspannt ausrollen auf Coastal. Auf Coastal, vorwärts gespiegelt. Wir hatten vorher vorwärts, jetzt aber vorwärts gespiegelt. Aber ich finde das cool, dass wir
Ich finde das cool, dass wir den F50 zweimal hatten heute, weil der kommt nicht oft dran. Aber nur auf Palm City. Ja, ja. Stimmt, beides mal Palm City. Ja, aber der hat die Strecke erträglich gemacht, fand ich. So, jetzt haben wir Coastal Parklets mit welcher Karre? Jaguar. Mit dem Jaguar. 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 Ich glaube, das heißt nicht so, oder? Was, Jaguar? Jetzt, Jaguar. Das steht in EA. Hier, Kirsche, da stand eben EA-Chip. In einigen Kurven solltest du die Handbremse benutzen. Ja. Ich habe nicht in der. Ich weiß nicht. Ja, die Handbremse, die benutze ich ja. Das ist nicht der Grund. Das fast nie. Ich nicht. Ja, gut, hauptsächlich benutze ich es auch in den richtig scharfen Kurven. Also heute. Lass mal den Jaguar fahren. Ich kenne nur den Atari Jaguar. Was ist das denn? Der war aber der soll nicht so gut das gewesen sein. Das war ein Scheiß. Der war, soll wohl komplette Grütze gewesen sein. Aber ja. Auch dafür gibt es Doom. Trotzdem soll der Atari Jaguar richtig scheiße gewesen sein. Ja, kann sein. Ich hab mich mit dem. Und eines der schlechtesten Konsolen gewesen sein. Ich glaube, danach haben sie sich auch, glaube ich, rausgezogen. Ja, davon, dann, ne? Gab keine Vernunft. Dann gab es keine mehr. Stimmt. Die haben sich da dann komplett rausgezogen ab dann. Da fing das Konsolensterben an. Ja, jetzt versucht man heutzutage gegen die drei Hauptleute da durchzukriegen. Ja, muss man das richtig schaffen, viele Spiele haben. Und das geht dann bei der Marktmacht von Microsoft nicht mehr. Die kaufen mir alle wieder auf. Ach du Scheiße, die Folterkatze hat mich gefoltert. Nintendo hätte es beinahe, hätte es ja beinahe schlecht gehabt mit der Wii U, aber mit der Switch haben sie es dann wieder gerissen. Ja. Ach du Scheiße. Die Wii U war, glaube ich, eines der schlechtesten Konsolen, die sie hatten. Ich war über 14 Sekunden erster, und das nichts ist. Wieso hat mich denn die Folterabkürzung diesmal so hart gefoltert, dass ich jetzt letzter bin? Holy shit. Weil sie vielleicht deswegen diesen Namen hat? Ja. Ich glaube, mit dem Auto fahre ich die nicht nochmal. Das bekam mir nicht gut. Ich hab nur gehört, tok. Aber vielleicht liegt das auch an dem Auto. Der untersteuert auch ganz schön hart. Ich muss mich dann gewöhnen, dass wir gespiegelt haben, ne? Mhm. Ich auch. Unreal Tournament Musik haben wir jetzt. Oh ja. Quasi auch Doom. Ja, nee, das ist nicht unvergleichbar. Ja, vorhin hieß es doch, wir haben nur Doom und Need for Speed. Und Need for Speed ist es nicht. Also, an Returnal kannst du nicht mit Need for Speed vergleichen. Nee, ja, dann wird Doom schon eher, ja. Wir haben aber auch hier so Sachen wie Motor Jesus und so drin. In welchem Spiel willst du denn das packen? Ja, das ist dann eher Need for Speed, wenn wir Motor im Namen drin vorkommen. Ich will hochschalten. Und Rammstein? Ach, Geißel. Ich will hochschalten drücken, aber es passiert nichts mehr. Da kannst du einen Trick wieder. Der Rammstein hat zumindest ein Lied, das Benziner ist. Ja, wow, aber der Rest hier, wie der Meister und so, was weiß ich nicht, noch alles drauf ist, und passt da jetzt nicht so. Ja, aber das Schießpulver-Eins von Rammstein kenne ich jetzt nicht. Aber wenn es zumindest instrumental zum Racing passt, ist es ja auch schon mal was wert. Aber Mojo Jesus hat viel Racing-Lyrics. Das ist ja auch deren Hauptthema eigentlich so. Ajo, also bei Motor Jesus kannst du nichts gegen sagen. Könnt ihr mal gucken, ob es irgendwo Lieder gibt, wo, keine Ahnung, Coastal Parklands im Text vorkommt oder sowas. Das wird sehr schön. Coastal unten. Ja, Coastal Parklands, ja! Coastal Parklands. Einfach nur so, yeah, Coastal Parklands, ja! Oh nein. Oh, könnte man machen, oh, ja. Oh, der Wagen, der ist echt scheiße, den mag ich gar nicht. Oh nein, das war jetzt, das ist ein voller Fehler. Okay, das Auto ist... Alter, ich bremse und er braucht... Ja, also der ist nicht für Offroad geeignet. Nein. Wollte ich auch sagen, aber mein Kopf sagte sich so, nee, den Satz kriegst du jetzt bitte mal nicht hin. Wer überrundet mich denn da fast? Keiner? Überrundet? Wo kommen wir jetzt? Ach nee, Entschuldigung, nee, alles gut. Ich hab auf den falschen. Ich bin der Lila, nicht du! Ja. Kirsten, wie kommst du mit diesem grauenhaften Zustand von Auto zurecht? Tor, ging ganz gut. Nur Leila macht geiler, weißt du, als auch. Baum, es lag sowieso wieder alles an dir. Kirsten hat den Baum nicht mitgenommen, okay, dann hab ich ja gewonnen. Wenn die Karre schon keine Hose hat, muss man halt Lila. Das zählt euch. Ja, fall halt auf mir drauf. Ach Mensch, ich glaube, das war mein schlechtester Renntag bisher und das sogar noch mit Nice eingeschlossen. Sag's euch heute.
Diesmal war es aber... Wow. Ja gut, einmal Vierter geworden. Respekt, dass du mit dem Auto so gut zurechtkommst, Cash. Ich fand das Ding total grütze. Ich weiß nicht, mit dem kam ich irgendwie ziemlich normal klar eigentlich. Ich fand den ziemlich gut für die Schrottpresse, aber ja, die Schrottpresse, da ist er ganz gut geeignet für eigentlich. Oh, also, dann verkauf ihn lieber. Oder verschenk ihn, ich nehme ihn. Ja, ja, ist klar. Na gut, das war's, war leider. Ja. Bis zum nächsten Mal. Das ist sehr bedauerlich. Ich hätte gerne noch so ein paar Rennen gefahren.